Leute, was geht? Apfel ist zurück. Die Ereignisse überschlagen sich. Es ist offiziell. Fantastic. Das Studio hinter The Day Before macht die Pforten dicht. Das Studio wird geschlossen. Darüber hinaus gibt es Berichte über eine mögliche Klagewelle und noch viele weitere Dinge, die wir jetzt im Video durchgehen. Mein Englisch ist nicht das allerbeste, aber ich versuche es so gut wie es geht für euch zu übersetzen. Also, heute hat Fantastic Studio eine Ankündigung für uns. Leider ist The Day Before finanziell gescheitert und hat nicht mehr genügend Mittel, um weiterentwickelt werden zu können. Alles, was an Geld verdient wurde, wird dazu genutzt, um die Partner, welche an dem Spiel mitgewirkt haben, also ich glaube, damit sind jetzt vor allem so diese Werbepartnerschaften mit diesen Taxiunternehmen und dergleichen gemeint, ja, all das Geld wird genutzt, um jetzt noch die Partner auszubezahlen. Also die Entwickler selber sehen wahrscheinlich keine Kohle mehr und auch nicht die Unterstützer. Wir haben so viel investiert an Mühe, an Fleiß, an Ressourcen, an Arbeitsstunden, um The Day Before zu entwickeln. Unser erstes großes Spiel war das. Wir wollten wirklich noch weitere Patches machen und wir wollten das wahre Potenzial von dem Spiel entfalten. Aber leider haben wir nicht mehr das Geld, um an dem Spiel weiterzuarbeiten. Es ist wichtig zu bemerken, dass nie Geld von der Öffentlichkeit während der Entwicklung von The Day Before entgegengenommen wurde. Keine Vorbestellungen, keine Crowdfunding-Kampagne. Wir haben unermüdlich 5 Jahre lang Schweiß, Blut und Tränen in das Spiel gesteckt. Und im Moment ist die Zukunft von The Day Before und Prop Night unbekannt. Aber die Server werden weiterlaufen. Ja, die Server, die braucht ihr nicht mal weiterlaufen lassen. Das Spiel ist tot. Die Spieler werden jetzt der Reihe nach alle wegrennen. Wir werden am Schluss von diesem Video auch mal auf die Spielerzahlen gucken. Sie entschuldigen sich bei uns, dass sie nicht die Erwartungen erfüllen konnten. Und sie tun alles in ihrer Macht Stehende. Aber leider haben sie sich verkalkuliert. Spiele zu kreieren ist leider sehr schwierig. Wir sind dankbar für jeden, der uns supportet hat. Oh, Entschuldigung. Über diese schwierigen Jahre hinweg. It's been a fantastic journey over the past 8 years. Es war eine großartige Reise über die letzten 8 Jahre. Mhm. Also, 2015 Studio geöffnet, dann kam The Wild 8, wurde nie fertig, Dead Dozen wurde nie fertig, Radiant One wurde nie fertig, Prop Night wurde einfach so aus dem Early Access rausgenommen, ohne großes Update noch. Und jetzt The Day Before 2023, auch unvollständig. Wenige Tage nach Release war das Game einfach jetzt am Ende. So, Freunde. Damit ist es offiziell. Mensch, da muss ich mich gerade nochmal an diese Vorwürfe, die ich vereinzelt von offizieller Seite, von Seiten Fantastic in Sachen Discord und so weiter noch abbekommen habe, dass ich ein Verschwörungstheoretiker wäre, wie ich doch die ganze Zeit Unrecht gehabt hätte und so weiter. Ja, ne? Hätte man die letzten Jahre doch mal lieber einen Apfel an die Videos geschaut. Auch wurde bereits bekannt, dass die beiden Brüder, also auch die CEOs hinter Fantastic, nun ein Gerichtsverfahren droht. Zu dem Thema wurde leider der Thread sofort auf Steam wieder gelöscht. Also hier werden wir die nächsten Tage noch ein bisschen mehr Infos bekommen, aber jetzt schon mal so vorab, dass ihr Bescheid wisst. Dann schauen wir direkt weiter. Hier steht, dass ein Insider berichtet, dass bereits 50% der Käufe von The Day Before wieder rückerstattet wurden auf Steam. Und das ist für mich so eine etwas bedenkliche Zahl. Ich meine, warum sind es nicht mindestens 90%? Ganz ehrlich, Leute, holt euer Geld zurück. Ich habe auf meinem Kanal auch ein Video erstellt, in welchem ich euch zeige, wie man auf Steam sein Geld zurückholt. Und das kann ich euch gerne unten in der Beschreibung nochmal verlinken. Das ist sogar von Edward Gotthoff-Steff, ne? Also den Namen haben wir hier unten auch stehen. Das ist einer der beiden CEOs, der beiden Brüder. Also die beiden Typen waren das, ne? Die kennt ihr vielleicht schon aus meinen anderen Videos. Natürlich auch ganz liebe Grüße an all die Streamer, welche jetzt über die letzten Tage hinweg das Spiel schön geredet haben in ihren Livestreams. Einfach weil sie wussten, dass sie so mehr Zuschauer und Subs noch bekommen und so mehr Geld aus ihren Zuschauern rausquetschen können. Obwohl sie eigentlich schon die ganze Zeit wussten, dass das Spiel ein Scam ist. Aber dadurch, dass sie das Spiel schön gesprochen haben, haben es Leute einfach in Vertrauen auf diesen Streamer, weil man eben ihn schon kennt und lange vertraut, das Spiel gekauft haben. Glückwunsch, Leute, das ist die Realität. Leute, wacht aus eurer Traumwelt auf. Es gibt Streamer, die immer weiter an Relevanz verlieren und durch so einen Release-Hype rund um so ein Spiel herum eben mal ganz schnell mehrere Monatsmieten wieder reinholen können. Die Realität könnt ihr akzeptieren oder weiter in eurer rosa Traumwelt leben.
Spielerzahlen sind rapide immer weiter abgesunken über die letzten Tage hinweg. Das Spiel war gerade mal ein paar Tage draußen. Und ja, ne, es ist jetzt schon wieder am Ende. Dann sieht man hier auch, wie die Discord-Moderatoren einer nach dem anderen das Discord verlässt. Er schreibt ein letztes Goodbye von mir an das restliche Moderatorenteam und die Volunteers, also die freiwilligen Mitarbeiter von rund um Fantastic und The Day Before. Ja, wir hatten zu viel Spaß die letzte Zeit. Und Fantastic hat uns benutzt, schreibt er, als Scapegoat, also ich kann das jetzt nicht übersetzen, als Schaf, welches man schüren kann, sozusagen die Wolle wegschüren kann. Das trifft es aber auch ganz gut eigentlich, denn im Grunde genommen hat man halt wirklich, wie schon in meinem letzten Video gesagt, die Moderatoren im Discord wirklich nur als Schutzschilde benutzt und aus irgendeinem Grund, vermutlich aus mangelnder Lebenserfahrung, haben diese Leute sich da in die Bresche geworfen für ein Unternehmen, welches diese Leute nicht einmal richtig bezahlt. Also die haben hier und da mal ein paar Coins bekommen oder Ingame-Währung für Prop Night. Dann hier Mr. Chintao, den kennen wir doch auch noch. Ja, ich hoffe, es hat sich gelohnt, hier das Spiel so auf Biegen und Brechen zu verteidigen und wahrscheinlich nicht mal eine Bezahlung dafür bekommen zu haben. Ja, ne, Grüße gehen raus. Also wenn du mal eine korrekte Community suchst, die dich aufnehmen soll, jetzt nachdem euer Discord zusammengebrochen ist, ne, schau gerne bei uns vorbei. Der ist mittlerweile auch weg. Er hat auch anscheinend angekündigt, dass er jetzt raus ist aus dem ganzen Team, wie ich mitbekommen habe am Rande. Ja, sehr interessant, wie das Ganze jetzt in sich alles einstürzt, Leute. Was auch gerade nebenbei noch rauskam, ist, dass bereits seit einigen Tagen ein einzelner Indie-Developer versucht, eine Parodie zu The Day Before zu machen. The Day After soll das Spiel heißen. Und ja, wir gucken mal, ne? Nach ein paar Tagen, also das ist jetzt der Tag 35, er hat bereits nach 35 Tagen es geschafft, ein Spiel zu entwickeln wie The Day Before, aber dieses Spiel hat halt wenigstens einen Nahkampf, weil man dafür eben einfach Module im Unreal Engine Store sich besorgen kann. Wahrscheinlich hat er es deswegen auch so schnell hinbekommen. Aber echt extrem witzig zu sehen, ne? Über das Spiel, wenn ihr wollt, Leute, lasst es mich wissen. Ich kann euch da auf dem Laufenden halten. Ich hoffe auch, dass der Typ das schafft, das Spiel fertig zu entwickeln. Denn mal schauen, das ist jetzt der Progress Tag 14. Also an 14 Tagen, Leute. An 14 Tagen hat er bereits das hier geschafft. Das sieht einfach genauso aus wie The Day Before. Okay, zugegeben, hier und da, ne? Die Assets sind die gleichen. Es sieht natürlich noch nicht so ganz feingeschliffen aus, aber im Großen und Ganzen, man erkennt das halt sofort schon direkt wieder, ne? Sehr interessant auf jeden Fall. Also lasst mich das wissen, wenn ihr über das Spiel auf dem Laufenden bleiben wollt. Wir gucken noch ein bisschen weiter. Ja, sieht doch ganz nett aus. Hier hat er schon mehr Zombies auf dem Bild, als in The Day Before ihr auf der Map überhaupt mal nach einer Stunde trefft. Wahnsinn. Ne? Also wirklich sehr interessant. Ja, Leute, was sagt ihr zu dem Thema? Schließung von Fantastic. Habt ihr es euch eh schon denken können? Wir aktualisieren noch ein letztes Mal die Spielerzahlen. Und es sind momentan noch 7446 Spieler im Game. Anscheinend haben es einige noch nicht mitbekommen. Aber seit die Meldung draußen ist, sind es schon um die 1000 Spieler weniger. Also das wird jetzt eine einzige Talfahrt, Leute. Das Spiel wird nicht weiterentwickelt. Das Studio hat geschlossen. Es ist vorbei, Leute. Habt einen schönen Abend noch und wir sehen uns in den nächsten Tagen wieder. Ciao.